Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark. So, ich habe jetzt ein neues Aufnahmeprogramm am Start. Da wird mir gleich heiß, siehst du? Huch. Ja, Framerate-Einbrüche haben wir leider immer noch. Und zwar nämlich jetzt mit dem X-Split-Game irgendwas, Dingensbums, Broadcaster, glaube ich, auf, heißt der. Das Ding ist zwar kostenpflichtig und kostet im Monat, aber es ist eigentlich fürs Livestream gedacht, aber aufnehmen kann man damit auch. Sogar sehr bequem und deswegen nehme ich damit auf. Und ja, mal schauen, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal euren Rat beherzigen, wenn ich da so nach hinten in die Ferne schaue und einen Blick ins Inventar werfen. Und der Blick ins Inventar teilt mir mit, dass wir keine Narkobeeren in der Hosentasche haben, was sehr, sehr verwerflich ist. Und wir haben leider auch keine Narkobeeren in dieser Kiste, aber möglicherweise in dieser Kiste. Tatsächlich, wir sind im Besitz von Narkobeeren. Und mit diesen Narkobeeren werden wir nun dort drüben zu dem Dodo gehen und uns einen Portalenschrank mitnehmen. Ich sehe da sogar gleich noch einen zweiten Dodo. Dodo! Der war grandios. Wir hätten vielleicht etwas mehr mitnehmen sollen, als nur nachprobieren. Jetzt kann ich hier überhaupt nachprobieren brauchen für den. Mal schauen. Ja, doch, könnte erforderlich werden. Put food in inventory mit. Wir haben doch... Hat der instant gerade... Der hat gerade wirklich der Lumpen... Der hat gerade alles auf einmal weggeknabbert. Ich glaube, die werden hier gerade. Müssen wir direkt nochmal neu sammeln hier. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Nicht, dass uns der Kollege wieder aufwacht. So. Nimm jetzt auch nur mal ein paar mit und nicht eine ganze Armee von Beeren. Ich glaube, wir hatten ja noch einige im Inventar. Wo? Ach nee, das Inventar war ja wiedergekommen. So, erstmal hier. So. So, so, so. Boah, Alter. Der frisst irgendwie echt. Der zieht die rein wie Wasser. Na gut, getamed ist er an sich dann allerdings auch schnell, aber trotzdem. Boah, ist das heftig. Dann knuspern wir ihn wieder nochmal schnell ein paar Narkobeeren rein und sammeln währenddessen. Nicht Stone, Amarberry. Sammel doch! Doch ein Busch. Junge. Wir brauchen mehr. Mehr. Ist furchtbar, wenn ihn die Sammellust verlässt, weißt du? Das ist oftmals sehr, sehr ungünstig. So, Narkobeeren, sehr schön. Geh weg, das ist unser Dodo. Ja, immer noch hin. Oh, ist schon fast knapp. Rüber, 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 rüber. Der scheint irgendwelche Beeren besonders gern zu haben. Ich glaube, das sind diese blauen. Die waren irgendwie instant gerade weg. Vielleicht finden wir da noch welche. Das sind, wie heißen die Dinger? Tinto, warte mal. Video-Beeren, die scheinen ihm auch zu gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es bestimmte Beeren gibt, die diese... Hier, Azul-Beeren da, glaube ich. Bestimmte Beeren, ob die er dann irgendwie favorisiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nicht auszuschließen. Es gibt ja da dieses Wiki, das muss ich unbedingt mal genauer in Augenschein nehmen. So. Ach, Wiki. Dann hat er wieder Azulbeeren. Ich finde, irgendwas scheint denn besonders gut zu finden, habe ich den Eindruck. Brauchen wir noch Narko? Oh ja, brauchen wir. Und zwar zügig. Ich mach mal rüber. Und sag einfach mal ein paar Mal Remote-Use-Item. 5x5 Stück, das sollte echt reichen. Oh, da siehst du schon, wie der Balken wieder steigt. Ja, 5 haben definitiv ausgereicht. Plopp. Sehr schön. Jetzt müssen wir bei ihm eigentlich nur noch warten. Und in der Zwischenzeit, genau, mein Freund, du bist nämlich der Nächste. Dann sammle ich hier gerade nochmal ein bisschen. Wir müssen dann zwar regelmäßig Beeren sammeln gehen, damit wir die Viecher versorgen können. Aber sie bieten portablen Speicherplatz. Ja, das ist wie ein USB-Stick quasi. Nur fürs gefakte Real Life.
Also sehr, sehr hilfreich. So. Zum Glück gibt es hier genügend Grünzeug. Und vor allem zum Glück wächst das Zeug nach. Jetzt dürfen wir schon wieder ein paar Beeren am Start haben. So, da. Ja, wir haben ihn fast. Narkobiere braucht er keine mehr. Na, komm schon. Komm schon. Ja, aber es scheint wirklich so zu sein, dass manche Beeren besser ankommen. Weil ich nehme mal die hier raus und lege ihm mal Mejo-Beeren rein. So. Ach, siehst du das? Hast du gerade den Sprung gesehen? Jetzt wird man es nicht mehr sehen, weil es immer noch im Funzen ist, aber die Mejo-Bieren scheinen besonders gut zu gefallen. You have tamed the Dodo. Common name Dodo. Spezies, was? Raffus oder sowas? Replikal. Time, a late holokin oder irgendwie sowas. Diet, Hebrew, ich weiß nicht was. Temperament. Was ist denn? Oblivious, irgendwie sowas. Klingt wie Oblivion. Schön, haben wir einen Dodo. Wir können ihn benennen. Wie nennen wir ihn denn? Diododorant. So. Unser neuer Freund. Weißt du was, mein Freund? Da du die ja nicht mehr brauchst, geben wir dir andere. Du kriegst jetzt die gelben Beeren. So, und nun, folge uns bitte. Können wir? Ich glaube, der folgt eh schon. Komm mal mit. Komm. Sehr schön. So, wo ist der andere? Hier war noch ein anderer Dodo. Dodo? Ah, da dodot er rum. Können wir ihm eigentlich sagen, dass er angreifen wird? Das wäre noch lustig. So. Jetzt interessiert mich, wir knüppeln ihm jetzt gleich mal die Mejo-Beeren rein. Ja. Es scheint... Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass die Beeren ihm tatsächlich besser gefallen. Ich weiß es nicht. Wir geben ihm einfach mal alle Beeren. Er wird sich schon aussuchen, was ihm gefällt. Und, genau, in der Zwischenzeit suchen wir vielleicht nochmal ein paar weitere Beeren. Oder sammeln, nicht suchen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie mal nachschauen und echt mal ein bisschen schlau machen. Wie das genau eigentlich abläuft. Ob das. Ach, schade. Wie das genau abläuft und ob die irgendetwas favorisieren. Ja, also ich meine, bei den Dilof irgendwas Sauriern. Diese kleinen Giftzwerge. Boah, ey, FPS gerade. Ja, das Aufnahmetool frisst leider ein paar FPS auf. Also auf jeden Fall mehr, wie jetzt zum Beispiel. Auf jeden Fall mehr wie jetzt zum Beispiel Dextory oder DXtory oder da, das nennt irgendwie jeder ein bisschen anders. Oh. Ah, hat er wohl genommen. Sehr schön. So, ich glaube, ich habe den gerade echt ein paar Narkobären zu viel reingeknallt. Nicht, dass er uns noch daran krepiert. Mortar and Pestle, glaube ich, habe ich jetzt auch noch gelesen. Da haben wir, glaube ich, den Blueprint für erforschen oder das Engramm besser gesagt. Und da können wir uns ja dann Narcotics basteln, also quasi Betäubungsmittel. Und auf Basis dessen können wir, glaube ich, später dann auch Betäubungspfeile machen, wenn wir einen Bogen haben. Da bin ich schon gespannt drauf, aber da müssen wir erstmal lernen, am Leben zu bleiben. Das tut man am besten, wenn man ein paar Dodos an der Seite hat. Und vor allem, wenn man diese Viecher hier in Ruhe lässt, diese Überriesigen. Wobei, den holen wir uns auch nochmal irgendwann, weil die sind irgendwie so aggressiv. Ah, die sind cool. Dodo kann man nämlich auch leider nicht reiten. So, ich knüppel hier nochmal rüber und danach verteilen wir die Beeren natürlich gerecht. Also einer bekommt alles und der andere gar nichts. Brauchen wir noch, ja, brauchen wir. Wir brauchen eigentlich sogar noch mehr. Denke ich. Schauen, wobei... Also zwei Narkobären knüppeln schon ordentlich. Nee, das reicht auf jeden Fall. Wie sieht es bei uns aus? Wir sind eigentlich satt. Wir haben trotzdem 10 Steaks dabei. So, wir haben ihn fast. Wenn wir Glück haben, kriegt er noch ein Level oben drauf.
Taming Effectiveness. Da will ich mal ganz kurz schauen, während der da am Rumtamen ist. Crafting Speed, Torpor, Fortitude. Vielleicht, also Crafting Speed sicher nicht, aber Torpor oder Fort... Nee, Torpor wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Das ist 0 von 200. Fortitude klingt so ein bisschen... Nee, das ist wahrscheinlich Verteidigung. Gibt es irgendeinen Faktor, mit dem man das beeinflussen kann, wie hoch die... Oder wie... Ja, dass die Taming Effectiveness halt möglichst hoch bleibt. Oder gibt es da Zusatzmittel irgendwie? Das würde mich mal interessieren. Yay, wir haben noch einen Dodo. Wie nennen wir den jetzt? Warte mal. Wie nennen wir den? So. So, der Axel. Sehr schön. Dann kommt mal mit, ihr beiden. Wir gehen nach Hause. Achso, ja genau. Ich wollte noch gerecht verteilen. Axel? Du gibst mir mal... Genau, gib mir mal deinen 32 Tintenbeeren. Wo kommst du dann? So. Dann, das sollte es zwar nicht ausgeglichen, aber es reicht, dass beide genügend zu knabbern haben für eine ganze Weile. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist auf 30 FPS begrenzt. Oh, jetzt bin ich auf 33 gerade. Naja, da haben wir Fischis. Und da hinten ist, glaube ich, noch eine Schildkröte im Wasser. Da, wo die Sonne gerade so schön leuchtet. So, hier dürfte irgendwo eigentlich unser Lager sein. Ich glaube, ich bin schon vorbeigerannt. Und dann wird es langsam Zeit. Ah ja, genau, hier. Da wird es langsam echt Zeit, dass wir uns eine Behausung bauen. So, mal schauen, ob wir was weglegen können. Wir haben hier ein paar Samen bekommen. Wir haben Fieber. Und zwar ziemlich hoch. Lege ich auch gleich mal rein. Hier haben wir noch mehr Fieber. Und noch ein bisschen Hide. Keratin. Wut haben wir nicht allzu viel. Satch haben wir hier noch ein wenig. Sehr schön. So, dann will ich mal gucken. Wir haben hier den Blueprint. Wenn ich den jetzt mal hier hinsetze und den mal auswähle. Acht. Nee, das geht leider nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ein Blueprint ist oder was man mit dem machen kann. So, wie kann ich in den... Ah, können wir den irgendwie... Wir können ihn nur droppen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Blueprint machen können. Simple Bed. Wir haben noch ein Bett am Start, aber wir hatten doch hier irgendwo schon so eine Matte, genau. Wir haben ja hier so ein Sleeping Bag. Wir haben Set Foundation. Wir haben genau eine Set Foundation. Naja, können wir uns vielleicht schon mal überlegen, wo wir mit dem Haus anfangen. Und danach besorgen wir die Materialien für den Rest. Das Problem ist, wie gesagt, dass der Boden hier sehr schräg ist. Das heißt... Hallo? Okay. Oh, guck mal, die lieben sich. Der Deodorant und der Axt. Ja. Das heißt, wir werden jetzt unsere Dodos mal ein wenig befüllen. Kommt mal her, ihr zwei. Kommt mal her, kommt mal her. Wir persönlich nehmen auch natürlich so viel, wie wir nehmen können. Wir können 130 tragen. Das heißt, wir kriegen noch einiges mit. Wir haben hier noch einen Haufen Fiber. Wo ist hier? Wait, okay. Keratin. Ich glaube, wir können sogar das meiste mitnehmen. Ich packe jetzt erstmal kurz alles rein und werden wir hier sehen, was zu viel ist. Weight ist eigentlich immer noch in Ordnung. Wir sind immer noch nicht entkammert. Und was wir hier drin haben, ist ja eh nicht mehr viel. Da haben wir eigentlich die ganzen Beeren drin. Die könnte man sogar auf die beiden dann verteilen. Wir wiegen jetzt 108. Das ist easy. Das Bett lasse ich hier. Das Bett lasse ich direkt hier. Plus das Lagerfeuer. Und weißt du was? Ich lasse die Kisten auch hier. Ich habe gerade überlegt, sie zu demolieren. Aber nein, wir lassen die mal da. Man weiß nie, was passiert. Das heißt, wir machen uns nun auf den Weg zu der Location, wo ihr ja doch auch gesagt habt, dass euch die sehr gut gefallen hat. Und zwar mit dem Ding ins Bummens. Warum haben wir hier eigentlich Holz reingemacht? So, wir holen nochmal eine frische Runde Wasser. Bei Wasser haben wir dann auch genügend. So. Nahrung brauchen wir erstaunlich wenig. Uns ist sogar schon ein Fleisch kaputt gegangen. Sieht aber trotzdem cool aus, ne? Also unsere erste Behausung dort hinten, die wir nun verlassen werden, um in die große, weite Welt zu ziehen. Ich hoffe, ich finde noch den Ort. Das Problem ist, es wird gerade Nacht, weißt du was?
ich möchte nicht bei Nacht durch die Gegend ziehen. Wir gehen nochmal schnell pennen. Wie schnell die Nahrung einfach runtergeht, wenn man rennt. Das ist gleich, keine Ahnung, fünfmal so viel. Ich brauche das Lagerfeuer kurz mal. Wie viel sind da noch drin an Holz? Fünf. Also was, ich lege da nochmal ein bisschen mehr rein, falls wir hier nochmal irgendwie sein sollten. Ich gehe da mal auf 25. Weil Holz können wir uns dann immer noch holen. Dann legen wir uns jetzt... Ich wollte eigentlich pennen. Huch. Cancel. Ich will eigentlich nur pennen. Pick up. Demolish. Fast travel. Ach. Ach so. Sag ich mal. Ich sehe sonst überhaupt nichts. Ach so. Okay. Ja. Das heißt, wir brauchen tatsächlich doch ein Simple Bed, dass wir pennen können. Scheint auf dem Teil gar nicht zu gehen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Set Foundation, damit wir das irgendwo hin platzieren können. Super. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Set Foundation. Naja, die Nacht ist noch jung. Können wir die hier irgendwo... das ist eine total beschissene Position. Ja, ja, ist ja gut. Können wir das irgendwie... Das sieht alles so doof aus. Es gibt keinen sinnvollen Platz dafür, habe ich das Gefühl. Na gut, hier hinten vielleicht. Wenn wir das hier so irgendwie so auf die Ecke packen. So, haben wir da unsere Set Foundation. Sehr klassisch angeordnet. Dann packen wir da unser Simple Bed drauf. Ich hoffe, das... Danke für den Beitrag. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Dann machen wir das hier so. Ein bisschen gerade. So, da dürften wir jetzt aber wirklich... Toll. Sagt mir nicht, respawn at home. Wir hätten... No! Hä? Oh, Gott sei Dank! Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein, Junge! Der droppt einfach seinen Rucksack dort. Okay, wir müssen offensichtlich bei Nacht gehen. Es hat überhaupt nichts gebracht, dass wir das Bett dahin gepackt haben. Aber weißt du was, dann nehme ich hier mal den Sleeping-Dingens. Nee. Den Sleeping... Wo ist er? Hä? 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 Der ist... Okay. Der ist jetzt weg. Offensichtlich. Das ist ja schön. Unser Sleeping Bag ist gerade verschwunden. Willkommen in der Early Access, aber dafür sind die Pflanzen nachgewachsen, wie mir scheint. Ja gut, dann bleibt die Samen rüber. Ey, ich hab gerade voll den Schock bekommen und dachte, unsere ganzen Sachen sind weg. Dann hätte ich aber echt einen Freudentanz gemacht. Dann machen wir uns halt einfach auf den Weg und gehen das Risiko ein, dass wir vernichtet werden. Wir könnten natürlich auch warten, bis die Nacht vorüber ist, aber das dauert nur eine ganze Weile. Wie kann die Sterne einfach aussehen? Ist schon ein kleines bisschen awesome. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Das hier. Ach, Muscheln. Muscheln mit Schnecken drin. Irgendwie sowas. Hm, lecker. Mögt ihr Muscheln? Oder Schnecken? Ich mag beides nicht. Ich weiß nicht. Also Schnecken, die sind einfach schleimig. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie sowas zu mampfen. Und Muscheln. Also ich persönlich, ich liebe Fisch. Ja, also egal, schon fast was für einer. Nur so ganz exotische mag ich persönlich dann auch nicht mehr. Aber irgendwie Muscheln, ich weiß nicht, das sagt mir irgendwie gar nicht so. Wie sieht das da bei euch aus? Steht ihr auf Muschelfleisch? Also Muschelfleisch, ja. Nicht hier irgendwas anderes denken, sondern Muschelfleisch. Also, weiß ja nicht. Viele mögen es, ja. Also gerade so Austern und sowas halt, ne. Gibt es ja verschiedene Sachen. Wo sind eigentlich unsere Dodos? Gar nicht mehr dran gedacht. Nicht, dass sie sich jetzt irgendwo verheddert haben. Wobei bei ihrer nicht ganz großen Körpergröße ist. Ah, das ist unser Lager dahin. Axel? Deo? Theo. Lieber Theo. Also wer das noch kennt, ne?
toll, jetzt sind wir wieder zurückrennen. Wir schaffen es echt weit, diese Folge, habe ich das Gefühl. Halt! Nein! Ich sehe doch gar nichts! Warte, wir müssen erstmal hier raus. Warte. Gib mir eine Sekunde. Jetzt können wir miteinander reden. Da. Mögen wir überleben? Ich sehe überhaupt nichts. Aber wir haben es geschafft. Ja, deswegen wollte ich halt einfach nicht in der Nacht losgehen. Genau, um sowas zu vermeiden. So, aber trotzdem ist unsere Dodo ist weg. Ich habe gerade irgendwie... Danke fürs Gespräch. Ja, sag mal, Axel. Nee, so nicht. Finde ich echt überhaupt nicht Knorke von euch. So, jetzt mitkommen hier, Mannschaft. Zack. Ja, hauptsächlich ich antworte noch drauf, heißt du? Tue ich denen auch noch einen Gefallen? Belohne sie noch für ihr frevelhaftes Verhalten. Ich beherrsche die Sprache der Dodos. Ja, los, Axel, hä? Und Deo. Axel, Deo. Wird mir ja gleich kalt hier, wenn ich euch sehe. Los. Wie sind die langsam irgendwie dabei? Tragen die? Ah, jetzt. Jetzt legen sie einen Gang zu. Jetzt dürfte hier safe sein. Wir sind ja eben gerade mitten durchgerannt. Da gönne ich mir erstmal nochmal zwei Steaks hier spontan auf Ex. Ansonsten versuche ich mal das Rennen zu vermeiden. Ich bin es halt so von Oblivion gewöhnt irgendwie. Weil da sind wir einfach sowas von fit. Das zieht überhaupt keine Ausdauer mehr, wenn wir rennen. Aber hier musst du doch ein bisschen auf die Ausdauer achten, mein Freund. Denn, wie man ja weiß, Sport ist Mord. Und wenn du dich hier einfach zu sehr sportlich betätigst, dann kann es sein, dass dir die Ausdauer am Ende fehlt, um dein Leben zu rennen. Daher, meine Freunde, Sport ist Mord. Schön, hier hat es wieder 30 FPS. Das ist bei Ark, ist das mal ganz besonders. Ich hoffe einfach, dass da irgendwann mal so ein episch monumentaler Hardcore-Patch kommt, der einfach die ganzen Performance-Probleme behebt. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie weit das war. Wir können ja mal einen kleinen Blick auf die Map werfen. Wir waren ungefähr bei 30, also wenn ich jetzt links anfange, erst links und dann unten. Also warte mal. Wir haben ja einmal oben, ist das Lachs oder? Lat, ah klar. Latitude und Longitude, ja. Also wenn wir uns jetzt mal, also Lat quasi auf 30. Vielen Dank für den Regen, das tut dem Buch überhaupt nichts. Lat auf 30. Und Long auf etwas weniger als 20. Da waren wir vorher. Da ist, glaube ich, doch schon noch ein Eckchen. Ich fühle mich gerade richtig wohl hier. Schock. Oder irgendwo einen Speer rausholen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hier gleich irgendwie aggro wird. Ach, weil ich bin doch doof. Guck mal hier. Man kann doch mal ein bisschen Licht in die Geschichte bringen. Wieso komme ich denn jetzt drauf? Wahrscheinlich haben schon wieder einige geschrieben, dass man das ja tun kann. Mit der Fackel auch zuhauen. Super. Vielleicht können wir damit anderen Brand setzen. Problem ist, jetzt sieht man natürlich da hinten nichts mehr, sondern nur noch hier in unserem Radius. Und da hinten sieht man nur ein paar Lichter. Ich gehe mal bewusst hier außen rum. Damit die Dodos nicht irgendwie im Stein hängen bleiben. Ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Sind es beide? Ah ja, hier. Hallo. Die beiden wollen wir doch nicht verlieren. Zum Glück haben wir genügend Materialien dabei, falls uns die Fackel ausgehen sollte. Dann können wir uns problemlos noch eine zweite basteln. Huch. Ich dachte, man kann vielleicht AC ist crouchen.
gehe mal auf C, dann laufen noch ein Stückchen langsamer. Das ist vielleicht ganz angenehm für die Dodos. Das ganze Gestrüpp hier einfach. Aber jetzt weiß ich gar nicht genau, wo wir sind. Da unten ist, glaube ich, ein Trieze irgendwas. Ops. Genau. Ich werde mir diese ganzen Sauriernamen nie merken können. Die sind alle dermaßen kompliziert. Also ich sag mal, Hochachtung an all diejenigen, die sich das problemlos merken können. Da hört es einfach auf bei mir. Doch einen habe ich mir gemerkt. Dodo. Das habe ich hinbekommen. Wir sind echt beim besten Wetter und mit den besten Voraussetzungen losgegangen, habe ich das Gefühl. Aber wir sollten eigentlich auch theoretisch demnächst ankommen. Da ist der Turm. Wir sind jetzt schon ein ganz gutes Stück gelaufen. Ich glaube, das war ja relativ viel in der bewachsenen Zone. Relativ viel in der bewachsenen Zone, genau. Relativ nah bei einer bewachsenen Zone. Wo sind unsere Dodos? Dodo 1, Dodo 2. Dodo 1, Dodo 2. Aha. Nicht mit dem Ast spielen. Erst mitkommen. Könnt später mit dem Holz spielen. Haben es gleich geschafft, Kinder. Nur noch wenige 1000 Kilometer, die wir uns nach vorne bewegen müssen. Wir sind gleich da. Sind wir wirklich da? Quengelein auf dem Rücksitz. Bitte. Wir dürften es ja relativ zügig dann wieder erkennen. Hier ist eine Krabbelkröte. Hier ist ein riesiger Steinhaufen. Hier sieht es ja strandig aus. Könnte daran liegen, dass wir in der Nähe von vielem Wasser sind. Ich glaube, wir sind gleich da. Ich habe auch noch zusätzlich das Gefühl, dass wir zu weit oben laufen. Axel? Kommt, ihr zwei. Mann, hier unten ist schon wieder das Wasser. Das heißt, zu weit oben waren wir auf jeden Fall nicht. Man sieht aber auch so clever. Ich mache mal die Fackel gerade aus. Ich glaube, das wird langsam wieder hell. Boah, ist voll entspannt, gerade für die Augen. Ist irgendwie voll, die Fackel ist total der Augenknecht irgendwie. Flugsaurier, alles klar. Hier bin ich jetzt auch lieber mal gerade ein bisschen vorsichtiger. Nein, böse. Ich greife auch nichts mehr an, wo ich mir nicht 100% sicher bin, dass es sich entweder nicht wehrt oder dass es eh gleich instant tot ist. Wir warten kurz auf unsere zwei kleinen Kollegen. Axel, wo hast du Deo gelassen? Ah, hier ist Deo. So, ich glaube, wir sind gleich da. Hier ist der riesige Felsen. Ich meine, dass dahinter die entsprechende... Nein, verdammt, uns ist Fleisch gespoilt. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier nochmal einen Knuspern, bevor uns der ganze Rest auch noch vergammelt. Langsam wird es auch wieder anständig hell. Boah, ey, die FPS sind gerade ein Traum hier. 14. So eine halbe Tiershow hier. Ja, ganz kurz mal auf unsere Sprühdosen warten. Ich hoffe immer, dass da nicht irgendwie ein Agro-Viech ist, was ich übersehe. Was denn auf unsere Dodos losgeht. 12 FPS übrigens gerade. Wird immer besser. 15, wow. Jawohl, wir sind da. Wir sind da, Kinder! Tut mir leid. Na komm. Oh oh. Der hat das gehört. Ich hoffe, diese Location ist sicher. Da bin ich mir halt noch nicht ganz so sicher. Aber die Location ist auf jeden Fall geil. Ich überlege, wollen wir, das können wir ja vielleicht sogar an der Stelle, ich glaube, wir waren sogar Fische unten im Wasser irgendwo. Aber das Wasser sieht nicht ganz so sauber aus.
Wollen wir oben, also wollen wir da hochgehen und dort... Oh, das sind die Dodos, die Geräusche machen. Wollen wir nach... Oh, oh, Alter, was ist... Scheiße. Da ist so ein, ich weiß nicht, irgendein Affe oder sowas. Mit dem wir nicht... Kommt, kommt, Kinder, kommt, kommt weg hier, kommt weg. Da ist ein böser Onkel. Ein böser, behaarter Onkel. Ja. Kommt weg hier. Jo. Boah, Alter, die sind ja schneller im Wasser wie ich. Bloß weg hier. Okay. Also ich würde vielleicht sogar vorschlagen, weil da haben wir so... Wisst, wir hatten Raw Meat? Ach so, von dem Viech vorhin. Wir hatten Raw Meat, als ihr beim Wasser verstanden. Und dann ist es verfault. Mit dem Affen will ich mich da, oder ich habe keine Ahnung, wir haben da hinten, siehst du diesen komischen, mit dem will ich mich definitiv nicht anlegen. Die haben wir meines Wissens nach schon mal von Weitem gesehen. Wenn wir dort hochkommen, dann möchte ich eigentlich gerne dort hoch. Oder, also ich überlasse jetzt die Entscheidung mal euch, weil hier ist auch flacher Boden. Wollen wir uns hier hinpflanzen oder wollen wir uns dort oben hinpflanzen? Dort oben ist dichter Wald. Also die Entscheidung lege ich jetzt mal eher in eure Hände. Was ich auf jeden Fall machen werde jetzt schon mal. Wir können, wie viel können wir noch tragen? Einiges offensichtlich. Dann nehmen wir hier nämlich schon mal ein paar Sachen mit. Das werden wir brauchen zum Hausbau. Aber mit wem ich auf jeden Fall keine Bekanntschaft machen möchte, ist dieser komische Affe da hinten. Weil der war mir schon unheimlich, wo wir den nur mal von Weitem gesehen haben. Falls ihr euch nicht erinnert, irgendwie in der zweiten Folge war das, glaube ich. Da haben wir da so einen Typen schon mal gesehen. Oh, wir sind... Ja, genau. Schön, dass uns die Palme mitteilt, wie sie sich fühlt. Da sind wir auch schon entkambert, das ging schnell irgendwie. Warte mal, vielleicht können wir hier Dodo... Oh, sind die Level Up? Ach, du bist Level Up, sehr schön. Weißt du was, dann machst du mal hier Gewicht. Wow, 2 Kilo kann er mehr tragen. Mal gucken, was können wir ihm denn hier rüberreichen? Digi-di-tak, tak, 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 tak. Machen wir mal so. 55 oder machen wir 50, immer eine schöne gerade Zahl. 50. Und du, mein kleiner Freund, genau, kackt erstmal schön synchron. Du kannst auch mal hier. Und dann gebe ich dir das Restholz. Genau. Das sieht schön aus. Wunderbar. Ja, also, wie gesagt, ich lege es in eure Hände, wie wir uns da entscheiden am Ende. Das hat sich sogar lustigerweise gereimt. Dort oben könnten wir natürlich schön bauen, aber der Affe ist dann relativ nah, der ist da drüben und ich will mich nicht mit ihm anlegen. Der scheint sehr aggressiv zu sein. Also gebt mir doch gerne mal ein Statement, dort oben oder hier unten. Ich bin der Meinung, oben ist sicherer, weil dann haben wir den Affen da einfach nicht am Start, wobei ich auch nicht genau weiß, was oben ist. Also an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. See ya!